Für den Siemens-Konzern waren die letzten Monate nicht einfach, Olaf. Jetzt kommt es aber wohl besonders dicke. Ja, die EU-Kommission hat dem Technologiekonzern ein Rekordbußgeld aufgebrummt. Das Technologieunternehmen muss ein Bußgeld von rund 400 Millionen Euro zahlen. Und das ist die bisher höchste Strafzahlung, die je gegen ein Unternehmen verhängt worden ist. Der Vorwurf? Verbotene Preisabsprachen. Und für den Siemens-Chef hätte die Nachricht aus Brüssel kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Einen Tag vor der Hauptversammlung eine weitere Hiobsbotschaft für Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. BenQ-Pleite, Schmiergeldaffäre und jetzt die hohe Strafe aus Brüssel. Der Konzern soll zusammen mit einer österreichischen Tochterfirma 16 Jahre lang Preise und Märkte für Schaltanlagen für Hochspannungsnetze abgesprochen haben. Begründung der Strafe durch die EU-Kommission. Der Grund für die so hohe Strafe liegt darin, dass Siemens bei der Organisation des Kartells eine Führungsrolle hatte. Siemens war außerdem sehr lange an dem Kartell beteiligt und das in sehr hohem Maße. Die Strafe absolut überzogen, heißt es aus der Siemens-Zentrale. Der Konzern kündigte umgehend an, gerichtlich gegen die Entscheidung aus Brüssel vorzugehen. 400 Millionen Euro, das ist auch für einen Top-Konzern wie Siemens wirklich kein Pappenstiel. Ulrich Barz für uns an der Börse in Frankfurt. Ja, wie reagieren denn die Akteure auf dieses Bußgeld?